Hallo Freunde, willkommen zur 11. Folge schon von Der Weg des Go. Und ja, wir sind jetzt 20. Q. Hier ist noch das letzte Spiel zu sehen. Habt ihr gesehen, Haus hoch gewonnen. Gegner hat aufgegeben, hatte keine Chance mehr. Jetzt machen wir dasselbe wieder. Nur halt, dass er 4,5 Punkte Komi hat. Und langsam aber sicher, das muss ich mir überlegen, ja, wie will ich ihn platt machen. Ich habe im letzten Spiel ein bisschen Schnitzer schon geleistet. Deswegen war nicht so überragend. Mal richtig probieren, aggressiv zu spielen, aber er hat hier, wenn ich hier hinlege, legt er hier hin und dann bin ich, ist der hier einzeln isoliert, ein bisschen traurig. Liegt er dort, der Stein? Weiß ich noch nicht genau. Machen wir mal einfach einen stabilen Zug. Genau, hier auch nochmal stabil. Hier die Mauer verstärken. Genau. Einen Sicherungszug lege ich gerne mir in die Mitte mal hier hin. Genau, dann kommt er natürlich, aber kann ruhig kommen. Kann. Kein Problem. Muss er hier verbinden, genau. Schlau gemacht. Ich kann sogar noch weiter hier runter. Jetzt muss er zumachen, mache ich hier zu. Passt. Gehe ich hier hoch. Immer. Also es gibt eine Regel. Immer auf den Kopf von zwei Steinen spielen. Und wo man trennen kann, trennen. Oh je. Ich muss hier hinlegen, ich verbinde hier. Hier hin, okay. Oben erledigt. Weg. Gut, da kann er oben nichts mehr machen. Sieht aus, als wäre jetzt rum. Genau, er kann jetzt passen. Ja, ich passe auch. Und gewonnen mit 5,5 Punkten. War schon ein bisschen ein besseres Spiel. Ich hatte ein gutes Gefühl, jetzt eigentlich ziemlich gleich. Jo, auf jeden Fall. Genau. Oben der Stein hier ist tot. Gutes Gefühl, 4,5 Punkte. Es lohnt sich einfach dann auch mitzuzählen, wenn man das kann. Ja, wenn ihr euch mal die Asiaten anschaut, gerade bei Baduk TV und wie das so heißt, weiter heißt, die sagen dann, oh ja, oben links dieses Gebiet hat ungefähr einen Wert von 26 Punkten, das rechts hat einen Wert von 25 Punkten und das wird ein ausgeglichenes Spiel, bla bla. Und ich verstehe nur Bahnhof, ich sehe nur, oh mein Gott. Was reden die da eigentlich, ja? Wie können die das zählen? Aber die machen das von Kindheit an, das wird erklärt, das müsst ihr euch mal angucken. Ich habe doch auf der Channel Liste, auf der Playlist, als allererstes Video dieses Ding da verlinkt und das müsst ihr euch mal angucken, das Video. Ja, die machen das von Kindheit an, mit 5, 6 machen die das, lernen jeden Tag 8, 9 Stunden Go. Okay, was wollen wir da machen? Deswegen cool bleiben, Schuster bleibt bei deinen Leisten, man spielt so gut wie es geht, bemüht sich selbstverständlich immer. Ja, und wenn es nicht klappt, dann das ist nicht unsere Mentalität, unser Leben. Also, macht euch keine Sorgen, wenn es nicht funktioniert. Ja, bis dahin, alles Gute, bis zur nächsten Folge und ciao.